Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dragon's Dogma mit mir, der Steffi. Wir befinden uns in den Katakomben, denn wir wollen noch ein paar Dinge herausfinden. Und das hat irgendwas mit der Loge zu tun. So ganz verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich es nicht. Das war irgendwie nicht wirklich gut erklärt, wie ich finde. Aber das macht nichts. Wir gehen weiter. Es war bisher eigentlich recht entspannt, wie wir hier hergegangen sind. Und ich habe keine Ahnung, was das mit diesem komischen Feuer auf sich hat. Aber das macht wahrscheinlich auch nichts. Ich hoffe, dass das so entspannt weitergeht. Oh. Mind you aren't cursed. I have been badly cursed. Okay, das ist anscheinend so eine Art Fluch. Aber ich weiß auch, dass das weggeht. I'm dead. I will protect you, Arisen. Ja, gut. A stout undead. That looks promising. Ich glaube für den. Oh. I'll take that. Aber ich glaube der Fluch geht. Oh. Auftrag? Wir haben. Ach so, ja, Untote, klar. Klar, das sind, ist die Aufgabe mit den Untoten gewesen. Geil. Oha. We have triumphed. Okay, aber Flüche. I'll heal your wounds. Oh, you're right, master. My strength fails me. Ja, passt mal auf. Wir haben. Was habe ich denn gegeben? Was war das denn? Was hat euch. Boah, ich bin schon wieder zu schwer. Ich darf nichts mehr nehmen. Das war das hier. Übergeben an Henry. Das ist Blindheit. Ich muss ein bisschen was abgeben, glaube ich. Hallo, was ist das? Und warum macht er es nicht? Was ist das, was mir so Schwierigkeiten hier bereitet? Das hier oder was? Nö. Oh mein Gott, das sind ja auch die ganzen Sucherdinger und so, ne? Hier die Spitzaxt, die können wir Köln geben. So, dann haben wir das. Oh. Sonnenrüstung, magisch gespielte Rüstung. Sie bedient sich der Kraft der Sonne, um die Gesundheit automatisch herzustellen. Okay. Zur Ausrüstung. Ich gehe einfach mal hin. Das ist nichts für mich. Geben an. Oh, was ist was? Henry. Dann gucken wir uns den Henry mal an mit dieser netten Rüstung. Ist aber weniger. Sehr viel weniger. Okay. Dann müsstest du das jetzt einfach so mal tragen. Ja, ich glaube, so sind wir ein bisschen ausgeglichener. Weil ich jetzt gerade echt. Oh Gott, noch einen Ring. Schützt gegen Donnerschock. Aber ist jetzt auch nicht unbedingt super schwer. So, jetzt habe ich für sie nichts gehabt zum Heilen. Aber das geht von alleine weg nach einer Zeit. Das, so viel habe ich schon mitbekommen. So, ich mache alle auf. Ihr könnt euch einfach bedienen. So, da geht's weiter und. Ne, da geht's anscheinend nicht weiter, oder? Another trick door, it seems. There, Master! The undead! Okay. That was effective! This lever may open the way to Salvation's meeting place. Ja, aber ich wollte erst noch gucken, wo das andere dahin geht. Oh, you're right, Master. Und das könnt ihr nehmen. A lever arisen. Warum mache ich. Ja, toll, hast du das gemacht. Boah. Gut, hier könnten wir das, dann geht das da auf. Aber ich will wissen, was. Ja? Wo denn? Ah, okay. Oh, wie das geflogen ist, so geil. Okay, sollen wir jetzt nochmal speichern? Dann gucken wir mal weiter. Bis jetzt kommen wir eigentlich ganz gut klar. Ich habe erst gedacht, oh Gott, nicht, dass wir da nicht gar nicht, ne, dass wir da noch an sterben. Zweiter Tagebucheintrag. Und da, was ist da? Ach, da waren die alle schon dran. Ja, nehmt ihr das mit oder nicht? Okay, gut. Da geht's anscheinend lang. Und
This lever may open the way to Salvation's meeting place. Ja, machen wir. Was? Was stand da? Nehmen? Ach so. Hm, schon gut. So, jetzt wird das geöffnet. Befindet sich dahinter was? Aber Moment mal, wenn die sich da treffen, ne? Da müssen die sich ja jeden... Da müssen die sich bei jedem Treffen kilometerweit durch die Katakomben kämpfen, um ein geheimes Treffen abzuhalten. Oder wie verstehe ich das? Irgendwie komisch, oder? Okay, das sieht merkwürdig aus. Da ist wieder so ein... Oh, wartet. Holy magic will end its wicked existence! Your ills are cured. I'll give aid. Oh, may this life be da ist schon wieder ein Fluch. Poison! What's this? Jetzt ist sie vergiftet. Aber ich habe doch eigentlich was mit Gift. Hatte ich doch eigentlich... Hallo? Everyone, be healed. Take care, you want poison. Da ist auch noch was. Your ills are cured. Ja. Oh, habe ich gar nicht mitgekriegt. Insolence. Okay, das war so eine Art Magier. War das alles? Fall before the light. We have triumphed. Wieder etwas. Aber die sind jetzt alle vergiftet. Wartet mal. Ich weiß, dass ich was gegen Gift gelassen habe. Hier. Übergeben. Henry hat zwei, mir. Warum? So, und Kellen, ne? So, dann können die sich schon mal vom Gift befreien. So, aber Kellen hat noch etwas. Ich hoffe, dass das weggeht. Von allein. Weil ich habe keine Ahnung, diese ganzen Zeichen. Oh, ja, hier kommt auch wieder ein Fluch wahrscheinlich. Moment mal, bin ich jetzt überladen? Ja, heillos. Oh mein Gott, warum? Oh, ich übergebe das jetzt einfach mit unserem Henry alles. Oh Gott, was habe ich? Irgendwas habe ich. Oh, was? Totenschädel? Warum habe ich sowas? Ich brauche die nicht. Oder? Wieso? Ach so, ich habe übergeben. Dann gib Henry alle 60. Oh mein Gott, jetzt ist der aber überladen. Oh, braucht man das? Unbedingt. Er beschreibt die Bergung von Schätzen in einer nicht näher benannten Ruine. Okay, aber mir macht das ein bisschen zu schaffen, dass er so schwer ist. Henry. Vielleicht übergeben wir das erstmal der Mia zum Tragen. Wobei, hier, das geben wir den Kellen einfach zum Tragen, damit er ein bisschen... Nö. Ja, komm, übergeben. Die sollen das nur tragen. Ja gut, dann komm, dann nimm... Ne, bei uns geht das nicht, übergeben. Ja, so, jetzt bin ich wieder voller als er. Wir können nichts mehr. Geht nicht mehr. I'll take that. Ja. My spells are sealed. I have been badly cursed. So, kommt dieses raus oder ist es einfach nur der Wollstoff? What's that? Nö, wollen wir nicht. Will ich nicht. So, wo geht's lang? Geht einmal da lang und einmal da? Here, Arisen. Tis another way. Oh Gott, irgendwelche Dolche, glühenden Dolche. Und das bedeutet wieder zu schwer war. Mein Gott. Glühenden Dolche. Also es bringt nichts, wenn ich das denen gebe. Also die Leihvasallen, sage ich jetzt mal, die kann man nicht ausstatten. Und außerdem wären die Sachen dann weg.
So, wo geht es dahin? Wo sollten wir hin? Ist die Frage. Welche Seite sollten wir gehen? Soll das sein? Fußeisen? I'll take that. Ja, dann nimm du das ganz. Fails me. Ja, das hört auch wieder auf, glaube ich. Hoffe ich. Sollen wir hier rum oder wo sollen wir rum? Oh mein Gott. Vielleicht gehen wir doch erstmal. Zeig mal die Karte. Also ja gut, wir könnten jetzt hier. Ist denn da? Ich will wissen, was da ist. Ich will wissen, was da ist. Einen Moment. Ob da noch irgendwas Tolles zu finden ist, möchte ich wissen. Treasure Master. Ja, aber da kommen wir irgendwie nicht bei, nicht ran. Oh, man kann hier runter. Ja. Aber noch mehr Schätze. Silberring, aber ja. Was? Eine Garnitur? Wer hat das genommen? Wer hat das genommen? Das war doch bestimmt der Kellen. Übergeben an mich. Ich will nämlich einmal kurz gucken. Das ist eine Garnitur. Ich will mal zur Ausrüstung gucken. Nein, ist, oh mein Gott, das sieht eigentlich gut aus. Man kann nur so ein bisschen was erkennen, aber ja, ist viel zu schwach. Ist viel zu schwach. Aber wir kommen dem Ganzen hier schon ein bisschen näher. Ja, geben an. Ja, erstmal Kellen. Kann er erstmal behalten. Was, dann geben wir das erstmal dem. Können wir nicht der Mia geben. Okay. So, jetzt speichern wir das Ganze erstmal. Und dann gehen wir weiter. So. Ja, in der Halle. Oh. A skeleton knight comes. Bones! Splinter their bones! I'll protect my fellow pawns. Was? 700? This skeleton is skilled indeed. I'll heal all our wounded. I'll heal your wounds. I've learned a new way to fight their ilk. Never mind the beasts, I'll take the loot. I'll take that. Ja, das interessiert mich nicht, weil mich interessiert nur der Loot. Die muss weg. Die Mia muss weg. Absolut. Muss die weg. Strike with holy light. Hier geht's auch irgendwo hin. Geht's da weiter oder sollten wir erstmal gucken? Ich höre doch schon wieder Silberweizenpaste. Ich höre doch schon wieder. So, da wären wir ja hergekommen. So, dann ist das auch erledigt. Ich glaube, da müssen wir lang. Naja, hier müssen wir lang. Warum muss ich eigentlich immer vorgehen, Leute? Könnt ihr das nicht tun? Oh. Das war aber ganz schön viel Geld. Gold. Ja, sammelt, was das Zeug hält. Die finden die ganze Zeit Gold. Kohle hätte ich jetzt beinahe gesagt. Wobei. Ja, machen wir gleich. Ich wollte nur sicher gehen, dass ihr auch alles habt. Wo wollen wir da runter? Will ich da unbedingt zuerst runter? Hallo? Was? Wo denn? Ist da? Ah, ich wusste. Magierhut, aber bringt ja auch nichts. So, hier kann man noch lang. Lass mal hier gucken kurz. Ah, da geht's auch auf jeden Fall irgendwo lang. Ja, das ist immer blöd, wenn ich, wenn es über, oh Gott, wenn es überall lang geht. This must be the work of the darkest magic. Oh, sie hat es gesagt. Sie hat es gesagt. Hier. Oh, hier sollten wir zu dieser Schatztruhe kommen. With holy light. Kenry. I'll strike with sacred magic. Aber hinter uns kommt es nicht. Clubs and maces are a skeleton's bane. I've learned of beasts. Let's scatter those bones.
I'll heal all our wounded. May this life be your end. Okay, da sollten wir zur Schatztruhe kommen, hat sie gesagt. Gerade mit einem Kampf. Manchmal muss man da echt drauf achten dann. Dass man darauf hört, was sie sagen, und manchmal möchte man am liebsten nicht zuhören, was sie sagen, weil ich hasse das, ne? Was interessieren mich die Bestien? Oh nee, jetzt bin ich doch wieder zu. Ach nee, hat der das genommen? Das glaube ich hat der genommen, oder? Ja. Wir speichern noch mal dazwischen. Oh, ich bin so gespannt, wann das hier, was uns hier erwartet. Wenn das zu Ende ist, weil dann haben wir nur noch eine Aufgabe und dann können wir zu diesem Herzog rein. Ich meine, die Option hätten wir jetzt schon, aber ich möchte erst die ganzen Lindwurmjagdaufträge erledigen. Ein Leichentuch brauchen wir nicht. Die Frage ist, wo geht's hier lang? Und es ist so duster. Uneven terrain can likely use those to hide. Oh, das ist Gold gewesen. Richtig viel sogar. Okay, hier geht's runter. Nee, nur bis hier anscheinend. Nee. Weiß ich auch nicht, warum. Boah, hoffentlich kommt nichts, wo man sich so erschreckt. Das wäre nämlich echt doof. Don't allow them to swarm. Wo denn? Boah, ich höre das Knurren da. Oh mein Gott, das ist ein Oger. Warte mal. Blitzregen. Das hasst Feuer? Ich hab's mit Feuer versucht. Nein. Okay, pass auf. Bitte, geht hin, damit der mich nicht unterbricht. Oger. Na komm schon. Their raw power makes them a threat. Let's slay the lot of them with holy magic. Wer hasst Frauen? Warte mal. Stopp mal. Meine Lampe. Wir wollen ja schließlich was sehen. Öl nachfüllen. So, gut. Jetzt müssen wir die erst verwahren. Um sie dann wieder auszurüsten. Nein, können wir nicht. Warum? Ja, ich würde jetzt hier gerne... Ich kann das nicht nutzen. Flasche mit Öl kombinieren. Das meine oder das? Laterne. Ja, aber ich will die doch jetzt ausrüsten können. Geht nicht. Oh Gott. Oh, ich sehe nichts. Das bringt so überhaupt nichts. Und wir gucken mal, vielleicht... Ja, Mia, du musst jetzt hinhalten. Ach, shit. Ich brauche meine blöde Lampe, Mann. Oh, na endlich. Ja, aber wir haben den schon besser unter Kontrolle als wie in diesem. Jawoll. Geil. Hat der was Cooles liegen? Ziehen geschnitten? Irgendein Steak. So. Jetzt habe ich keinerlei Ahnung, wo wir hergehen konnten. Woher kam? So? Nee. Okay, aber hier ist noch eine Truhe. Okay, hier geht's rum.
Ja, immerhin einiges an Gold, ne? Kamen wir hier lang? Ne, ich glaube, hier geht's weiter. Ja, dann will ich nochmal zurück kurz. Was ist hier? Hallo? Nö. Ja, und da kam er ja, glaube ich, her, ne? Ja. Na, kommt. Dann gehen wir jetzt dort drüben lang. Uiuiuiui, ich bin so gespannt. Müssten wir das ja auch bald geschafft haben, oder? Ist aber eine nice... Also die Quest ist cool irgendwie. Wollt ihr da was aufsammeln? Mia. Warte mal, wo haben wir denn... Da. Benutzen. So, damit wir alle wirklich volle Heilung haben. Und dann speichern wir das. Boah, wenn ich daran denke, der eine Oger, als wir bei den Vasallen da unter Grand Soren in den Katakomben da waren. Okay, gut, wir gehen jetzt einfach mal hier rein. Das sieht sehr interessant aus sogar. Ich hoffe, kein Fluch kommt da raus. Auch wieder so ein Läuterungstrank. Und jetzt hatten wir den, aber da müsste ja die Ogeraufgabe auch, Haarbüschel, müsste die Ogeraufgabe ja auch erledigt sein, ne? Ich habe jetzt nicht drauf geachtet gehabt. Seelenheil ist das genau, was uns denn die Flüche vom Hals hält. Die Frage hier, wo führt das Ganze hier hin? Das sieht so merkwürdig aus. Hier ist nichts. Das sieht aber aus, als würde hier auch noch was Großes warten. Hier so. Was ist hier? Okay, nichts praktisch. So, dann macht mal, Leute. Eine leere Flasche. Befreiungstrank. Ich kann wirklich nichts nehmen oder kaum was nehmen. Ich frage mich, was triggert die? Wann heben die Sachen auf? Müssen wir jetzt echt so lange warten, bis sie das aufheben? Echt jetzt? Oh mein Gott. So, aber ich glaube, wir haben eine neue Folge. Also... fangen wir gleich an. Beziehungsweise beenden erstmal diese hier. Und ich hoffe, die quatschen jetzt nicht wieder. Ja, wir gehen hier weiter. Die Folgen sind jetzt natürlich... Ich hab schon geahnt, dass die Folgen, wenn wir hier die Hauptaufgabe weitermachen, dass das sehr lang werden wird. Weil wenn schon so kleinere Aufgaben echt eine lange Zeit brauchen, dann sind die großen erst recht lang. Aber trotzdem noch interessant. Ich will wissen, wie es weitergeht, wo wir da hinkommen und so. Und genau das finden wir in der nächsten Folge heraus. Und ich hoffe, ihr seid dann mit mir wieder dabei. Also ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.